Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier auf Twitch mit mir, Gamma Goblin. Wir spielen heute ein bisschen Dying Light weiter. Gucken, ob es heute ein bisschen besser wird. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich glaube, ich muss erst ein bisschen Gear grinden. Ich muss gucken, dass ich mal ein paar Sachen finde, die mir auch ein bisschen mehr bringen als das, was ich jetzt aktuell habe. Und ich muss mal im Turm vorbei. Ich habe noch ein paar Sachen dabei, die mir nichts bringen, die ich jetzt zumindest ablegen kann und später dann benutzen kann. So, schauen wir doch mal, wo wir eigentlich aufgehört hatten. Heilige Scheiße! Okay. Das hört sich gar nicht mal so gut an. Und ich jetzt. So, wo ist denn der Turm? Da. Okay, die greifen mich nicht an. Ich habe gedacht, da klettert einer hoch. Das hier ist der Turm, glaube ich. Nee, das war das mit dem Gefängnisüberfall. Was ist denn der Turm? Hier nicht genauer angezeigt, weil da ist es scheinbar nicht. Was ist denn der Turm? So groß ist die Karte ja auch wieder nicht. Müsste eigentlich hier irgendwo sein, glaube ich. Okay, setzen wir uns erstmal hierher an den Punkt. Da ist zumindest Quartiermeister und so. Gucken wir da mal zuerst hin. Na, schön auf der Mauer entlang. Aggressiver dabei. Oh ja, der aber. Oh Mann, ich auf den Keks. Oh. Ist er kaputt? Ja, nicht gut. Ja, ne? Los, willst hier auch hoch. Na gut, ich glaube, der hat aufgegeben. Jetzt haben wir noch an Waffen. Okay. Doch, der will da hoch eigentlich. Mir bringt das hier oben auch nicht so viel. Vor allem bringt es mich meinem Ziel nicht näher. Erstmal zum Turm zu kommen. Bracken, hier ist Crane. Hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Ach, scheiße. Jade, hier ist Crane. Hörst du mich? Crane, wie viel Antizin hast du denn? Rais wollte das. Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt! Das reicht nur für ein paar Tage. Hör mal, Crane, wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verlier das Antizin nicht. Du musst mir nur mal zeigen, wo zurück ist. Na, vielleicht kann ich gleich bei den Quests mal gucken, wo die Stelle ist. So, das müsste doch einfacher zu finden sein. Danach sollte ich mir auf der Karte mal merken, wo das genau ist.
Sollte auch immer wieder hinkommen. Ja, schon da. Das war aber schnell. Ais hat seine Augen und Ohren überall. Vergiss das nicht. Das nehmen wir alles mit. Ein Cricket-Schläger brauche ich eigentlich nicht. Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yosif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maße ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken Sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass Sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet Sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Okay. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Du brauchst ein Tizin? Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reis. So, nehmen wir das mal alles mit. Geht das auf Zeit oder was? Hey, ich hab deinen Aushang gesehen. Du bist Kurier? Wunderbar. Davut, der Idiot, hat sich in der Kantine auf meine Brille gesetzt. Jetzt bin ich blind wie ein Maulwurf. Wie soll ich da Alfie helfen? Ich habe eine Ersatzbrille in meiner Wohnung. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht selbst hin. Brauchst du sonst noch was von dort? Du würdest es tatsächlich für mich tun? Danke. Und ja, wir wollen oben auf dem Dach einen Gemüsegarten anlegen, damit wir hier nicht verhungern. Aber keiner weiß richtig, wie das geht. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch über Gartenbau bekommen. Gemüse für Dummerchen oder sowas in der Art. Müsste auf dem Bücherregal liegen, aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Okay. Die Leute zählen auf dich. Bitte, steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Bin doch schon dabei. Dann sind die immer aufdringlich. Jade hat mir gerade erzählt, dass im 18. Stock die Epidemie ausgebrochen ist. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Hi, Chirosius. Das heißt hier Beeilung, ich beeil mich doch schon. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Ja, dann reden wir mal mit dem guten Brecken. So, was will der? Hier werden die Antizin-Abwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane!
Ich bin kein Anführer. Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer. Also das Freerunning... Das warst du? Bracken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Harran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Ja, der Fernseher hat halt jetzt gelitten. Ich warte, aber nicht lange. Ja, unser Dude muss mal wieder alles rausreißen. Zeit, dass ich endlich mal was Gutes tue. Moment. Mal gucken, da sind noch NPCs. Noch irgendwas wollen. Schön, dich zu sehen. Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Was das? Na dann. Da hinten ist mein Händler. Sobald eins der Pakete aufkommt, ist auch schon ein Typ in Orange da, um es abzugreifen. Ah, ja. Das ist gut. Die Fackeln können weg, das brauche ich nicht. Meine Preise sind mehr als fair. Das kann auch weg. Das Ding ist leider kaputt. Schwere Entscheidung, was? Das geht. Oh, du bist's. Alles klar? Der hat auch keine Reparatur mehr, der ist auch kaputt. Willst du handeln? Der geht noch. Dafür haben wir halt keine Munition. Was gibt's Neues? Okay. Boah, das Ding ist ja stark. Das kostet Willst aber Willst du handeln? Auch. Egal, das nehme ich mal mit. Gut aus, das Ding. Schöne große Axt. Noch höher. Okay. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen? Wie viel hast du denn Intus, Junge? Kann ich oder nicht? Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkratzer? Späher haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Also dachte ich, wenn wir Sprengsätze anbringen... Ach Mann, der Plan schon wieder... Crane, das muss sein. Hi, Shadow, grüß dich. Werden wir nie genug Antizin ja, soweit, so gut und selber. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, dass der da so rumtorkelt. Scheiße, lass mich bloß nicht fallen. Wenn man nicht so betrunken, dann fällst du da nicht runter. Fuck. Ich sag's ja, wir sind ein gutes Team. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Oh, okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass das
sich mit der einen Spritze dann getan hat. So, jetzt muss ich wieder die Verräter anrufen. Glaube ich nichts. Doch, ja, mein Lager. Das hier muss nämlich weg. Das bringt uns überhaupt nichts, die Knarre da und mit rumzuschleppen, wenn ich eh keine Munition habe. So. Dann rufen wir die Knöllchen mal an. Dann müssen wir runter dafür. Ich habe mit Bracken gesprochen. Er ist deprimiert und will selbst mit Reis reden. Aber dabei wird er bloß draufgehen. Vielleicht kann ich... Ja, das ist halt bei den ganzen... Da gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Bei den ganzen Gothic Games und auch bei Risen, da muss man schon sehr oft speichern. Was ist? Du kennst Jafar, verliert oder? Man viel der Progress. Er sucht einen fähigen Kurier. Wofür? Wollte er über Funk? Mit dem habe ich schon gesprochen. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Das. Ja, da unten ist der immer, der Turm. Dunkel. War nicht gut. Hätte ich doch da drinnen noch nach einem Punkt suchen müssen. Okay. Gedacht, es wäre hier drinnen. Die Leute zählen draußen. Auf dich. Bitte, steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Ich habe mit Bracken gesprochen. Er ist deprimiert und will selbst. Ja, mal gucken, wie die aussehen. Kannst ja dann ein Foto davon machen. Kannst du mal zeigen? Mal sehen, wie die so aussehen, was du dir da rausgesucht hast. So, wie hoch muss ich denn noch? Ist da ganz hoch oder was? Satellitenschüssel im Weg oder was? Ah ja, hier oben. Hier ist Crane, hören Sie mich. Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Harran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren. Um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei. Aber ich sehe sie mir gut an, ehe ich entscheide, was ich damit tun werde. Jetzt hat er ein Statement gesetzt. Crane, Jade hier. Kannst du mich hören? Ja. Laut und deutlich. Was kann ich für dich tun? Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe.
Raiz hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey Jade, falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Raiz Lager an. Dann sehen wir weiter. Gut. Ja, so ungefähr. Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. Dann gehen wir da mal hin. Gucken wir mal, was da so Sache ist. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick auf... Da hinten ist er wohl. Gehen wir mal in die Richtung. Ist dort Crane? Kannst du mich hören? Hm? Wer ist da? Hier ist Tolga. Und Fatin? Wir arbeiten für Mr. Dahl und haben eine Aufgabe für dich. Komm schnellstens her, Dalli Dalli. Wie unhöflich, Tolga! Rede nicht so mit ihm! Klappe, Fatin! Misch dich nicht ein! Mach sie doch nur wütend, du Idiot! Sei still oder es setzt Prügel! Prügel? Du bist tot! Echt eigen. Toll. Ja, super. Finde ich jetzt auch genial. Oh! Autsch, autsch, autsch. Bisschen zu lang stehen geblieben. Nee, jetzt wird nicht gekämpft. Zu viele. Ups, bin schon an denen vorbeigerannt. Dass ich dich nicht feuere. Die sehen voll gleich aus. Sehr gruselig. Seid ihr Tolga und Fatin? Hi, ja, Phoenix, grüß dich. Wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Da hast du recht. Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden. Und sie ist sehr schwer. Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden sie stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Eine brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Haken! Ist doch offensichtlich. Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich. Dieses Projekt ist wichtiger als alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Enzephalon erfassen könntest. Versuch erst gar nicht, den Plan zu verstehen. Bloß nicht. Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Schade, dass ich meinen Fuß nicht kurz benutzen kann. Hey, ihr sucht doch einen Kurier, oder? Ja, und zwar einen, der sich was da... Orang-Utan-Aufgabe. Willst du einfach behaupten, dass Dr. Zayas intelligenter war als Cornelius? Wahrscheinlich. Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also, Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, Uf. Verstanden, Uf. Nichts weiter. Jo, das war ein langer Dialog. Raiz-Männer kommen, um die Fackeln. Männer?
Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugtipps. Überraschend, dass jemand... Oh ja, ein Kommi... Vielleicht kann ich dir helfen, aber... Die Hälfte? Besser auf die Hälfte. Na gut. Normal höre ich mir die Dialoge ja an, aber wenn es so lang ist, das ist ja heftig, wie ewig das geht. Scheiße. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker, ich bin nicht mehr bei Raiz. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms und... es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Raiz Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau, aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Okay. Jemand muss rausfinden, was es ist und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Job. Man sieht sich dann. Oh mein Gott, wie viele Sidequests man hier bekommt. Man voll zugeschmissen damit. Jetzt können wir erstmal die Haken besorgen. Ah, ich glaube, ich gehe mal über die Autobahnbrücke. Den Polizeiauto ist überall schon der Kofferraum geknackt. Ja. Da werde ich nichts mehr finden. Ui. Ich habe eigentlich gedacht, dass da kein Loch ist, aber... war wohl doch eins. Da wollte ich nicht unbedingt reinfallen. Oh shit. Knapp an der Mauer vorbei. So, was haben wir hier? Hier irgendwo soll das sein, da drinnen. Okay. Auf, lass mich rein. Ich werde da oben drüber klettern müssen, oder was? Da gibt es einen anderen Eingang. Hier ist auch überall dicht. Lass mich im Ohr. Geht's hier auch? Nein. Hm. Sehe ich, wie das hier gehen soll. Boah, okay. Fertigkeitenpunkt, dann machen wir das nochmal. Welche ist denn das? Ich will nicht schon wieder runterfallen. Der Dude, der hat wegen mir schon genug Schmerzen erleiden müssen. Ja, hier kommt man auch nicht rein. So kann er die Tür nicht aufmachen. Die sehen jetzt nicht gerade verschlossen oder so aus.
Hier unten ist nichts sonst. Ist hier oben vielleicht irgendwo ein Loch drin? Nee, aber jetzt. Ja, keine Ahnung, was mit dem los ist. Tür könnte er halt schon aufmachen. Okay, das sind nur normale Zombies. Oh, die sind doch nicht ganz so normal. Okay, hart. Das war recht widerlich gerade. Ah, toll. Steht natürlich gleich noch einer ready, der mir noch eine reinhaut. Super. Genial gelaufen. Oh, das gibt's nicht. Die schleichen sich aber gut an im Moment. Ist ja ätzend. Ach, da ist schon wieder so eine Verrückte dabei. Denn noch mal hier. Ich habe die Schnelltaste für Heal vergessen. Da, ach doch, das Haar. Das gibt's doch gerade nicht. So schaffe ich es nicht, da drauf zu landen. Da ist ja auch noch so eine Klasse. Getroffen. Die halten aber auch aus. Echt jetzt? Boah, wieso sind die denn so stark? Ich kann halt die Kisten nicht aufmachen und nichts nachgucken, solange die halt da sind. Ist noch was, was ich craften kann gegen die? Vielleicht ein Molly oder sowas? Ist ja heftig, dass die aushalten.
Ja, die sind auf jeden Fall recht krass. Gehen mal nicht so locker kaputt. Ne, ich kann mir im Moment nichts machen. Kein Mull mehr. Auch kein Alk mehr. Brauchen wir nur Schnur, aber Alkohol fehlt mir. Im Moment kann ich mir nicht wirklich viel herstellen. Ich habe wirklich nichts, um denen irgendwie gut was entgegenzusetzen. Man kann ja wenig springen, okay. Die ist ja immer noch. Hi Rako, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Aber die Jungs, die sind echt aushaltend. Das ist wirklich krass. Dass die wegstecken, bevor die mal liegen bleiben, ist wirklich hart. Der weggesteckt ist halt zu hart. Die wegstecken die ist. Oh shit. Das war schlecht. Ich wollte eigentlich nach hinten raus, aber ich hab... Ja, die mit dem Betonklotz, die sind halt krass. Oh, vor allen Dingen, was der einen Schaden macht auch. Oh, ein Hit, was mir das reingehauen hat. Hier ist halt nix. Was mir irgendwie gut helfen könnte. Bei dem ist er jetzt tot. Okay, der ist umgekippt von meiner letzten Attacke, oder was? War ja sonst nichts da, was ihn hätte angreifen können. Ja, der hat mir gut eine geklatscht. Zum Schluss nochmal.
Ja, bei Munition ganz, ganz wenig nur. Also bisher habe ich nur einmal Munition gesehen. Und das war ja ein DLC. Das war ja normalerweise, wäre ich da noch gar nicht drin gewesen. Ja, mehr noch, das wäre heftig. Das war ja gerade schon hart an für sich. So, dann sollen wir hier noch nach Parken suchen. Mal gucken oder was? Flugkick. Nein, das geht nicht. Oh doch. Kann doch springen und treten dabei. Hätte ich die nicht schon aufgemacht? Das war jetzt aber, glaube ich, die letzte Kiste hier drin. Ah, ein paar Wurfsterne. Nochmal was Wertvolles. Ah, die Haken, nach denen die gefragt haben, die sehe ich hier immer noch nirgends. Noch 12 Kisten, uiuiui. Ist ja halber Weihnachtskalender. Wäre das ja. Das hier sieht nach Haken aus. Jetzt dreht man hier alles kaputt. Ja. Ah, da sind ja noch mehr. Jetzt haben wir genug Haken. Oder brauchen wir noch mehr Haken? Sind da eigentlich noch mehr? Noch ein paar von den Kisten. Ah, ich glaube, das war's. Gut, dann gehen wir mal wieder hier raus. Das geht nur von hier. Okay, das war komisch. Wie kommst du denn hier hoch? Der ist tot. Ja, erstmal loote ich den jetzt noch. Na ja, gut. Hat nur ein bisschen Geld dabei gehabt, aber den habe ich hier gerade kalt gemacht und der ist schon widerlich zum kalt machen. Da nimmt man dann auch, was er hat. So. Auch wenn es nix ist. Im Endeffekt. So. So. Aber auf der anderen Seite geht es nicht raus. Okay. Ich habe die Haken. Ha, wir haben ihn unterschätzt. Naja, wenn einer so aussieht. Sind wir hier fertig? Du kannst gehen. Wir haben zu tun. Wenn wir fertig sind, darfst du die Seilrutschen benutzen. Ha,
Wir wissen, wie gerne Affen sich von Liane zu Liane schwingen. Die haben ganz schön großes Maul, die zwei. Oh, 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 oh. Nix wie hoch da. Das war anstrengend. Oh, endlich eine Waffe. Yes! Irgendwann musste ich ja auch mal Glück haben. Handschellen-Jackpot. Genau. Aber eine Handschelle wird uns nicht viel bringen. Ah, die Knarre ist schon ganz gut. Wir müssen ja eh noch eine Knarre abgeben. Da ist ja auch noch eine Quest. Ich hoffe nur, ich kann die Munition vorher rausnehmen. Und die könnte ich wesentlich besser gebrauchen. Sieht sehr einladend aus. Ein Zombie-Fessel, naja gut. Ein bisschen bestimmt. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich sehr angespannt bin, wenn da Zombies in der Nähe sind. Während ich da am Schlösser knacken bin. Das hat schon so... Man beeilt sich auf jeden Fall wesentlich mehr. Aber ich glaube, man macht da auch mehr Fehler dann dabei. Oh, hier muss es doch hochgehen. Da ist wieder so eine Pflanze. Na, was gibt's denn hier in dieser Hacienda? Was haben wir Gutes? Au! Kommst du denn her? Ich glaube, du spinnst. Kam die denn jetzt her? Ja, ich heil mich gleich. Aber erstmal muss der Autoticker durchlaufen. Oh, das war eben böse. Wo kam die denn her auf einmal? War ja richtig krass eben. Da kann man wohl nicht hochklettern. Sieht eher glitschig aus.
Okay, das ist noch weiter oben. Oh, hier ist es relativ ruhig. Wenig Zombies hier in der Ecke. Nur hier ein paar vereinzelte Brände zum Teil. Die machen da bestimmt ein Grillfest, grillen ihre Kollegen. Hier ist wieder dieses Dorf. Was haben wir denn hier? Oh, da ist immer nur ein bisschen Geld drin. Geld spielt gar keine so große Rolle in dem Spiel. Okay, ein Basie, ein Kippen. Schwimmen kann er ja, das wissen wir ja. Okay, da soll ich hin. Baustelle durchsuchen. Oh, und da sind lauter Dudes. Genial. Das wird wieder richtig schön, wird das. Jetzt auch erstmal einen Weg da reinfinden. Wahrscheinlich irgendwo oben drüber klettern müssen. Und da hoch geht's nicht. Ist hier irgendwas? Ich hätte da ja was versteckt. Vielleicht ist aber am Boden was. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in Fallout eigentlich Kaffee gibt. Aber wenn nicht, stattdessen gibt es halt Nuka-Cola. Alk, das ist schon mal gut. Wieder Medikits herstellen. Was sind wir hier? Ah, noch eine Truhe. Mhm. Okay, die Tür ist aber zu. Gehen wir halt durchs Fenster. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Oh, die Tür auf. Ne, die Tür macht dann nicht auf. Die auch nicht. Okay. Na dann. Bleibt dann nur das Fenster. Ach, okay, das ist tatsächlich hier so ein... in Anführungszeichen Secret Place. Hier hinten drinnen. Ist hier sonst noch irgendwas? Aber Zombies sind ja hier überraschend wenige, bis gar keine. Okay, hier geht's nicht mehr lang gut. Das war wohl alles hier in der Ecke. Auch noch eine Truhe. Hier Schnur und Kaffee.
Oh. Okay, sehr riskante Sprünge, aber der sieht mich doch direkt kommen. Ich da jetzt, obwohl, das ist eine Safe Zone. Wir haben Gesellschaft. Oh ne. Niemand. Der kleine Roter Mann. Nichts da, nichts da. Oh shit, Zombie. Ja, die finde ich ehrlich gesagt angenehmer als die Jungs, die schießen. Beeilung. Sieh dich auf der Baustelle um, sagen die so locker. Soll ich denn mich denn da umgucken, wenn die direkt auf mich schießen? Runtertreten an der Rieder. Da. Er bringt uns alle um. Ja, aber so einen müsste ich dann erstmal platt machen. Und ich habe jetzt nicht unbedingt viel, um die kalt zu machen. Vor allen Dingen sind das echt viele. 3. Das sind 9 Stück. Und ich habe nicht wirklich die Powerbewaffnung gegen die. Genau, Handschellen. Das ist die richtige Waffe. Müssen mehr Zombies reinkommen. Oh shit. Hey, die halten aber auch was aus, ey. Ja, ich glaube, das geht auch. Also im Multiplayer hat das auf jeden Fall auch. Boah, sind die heftig, die Jungs. Wo sind die Türen hier? Ach, da geht's raus. Dachte eben schon, wo geht's denn hier raus? Ach, jetzt weiß ich auch wieder, welche Stelle das war. Das war, wo der Dude da oben mit einer Pistole oder so gestanden hat. Muss ich allerdings wieder dahin rennen. Dauert ein bisschen.
Ja, also ich wollte ja die Zombies zu denen runterlocken. Das habe ich ja auch gemacht soweit. Aber der hat sich von dem Zombie gar nicht so beeindrucken lassen. Der hat eher auf mich geschossen. Weil da sind ja dauernd Zombies runtergefallen. Ob ich einen erschossen bekomme. Wenn die wieder Munition verlieren, war es das wert. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Oh Scheiße! Psst, ich habe was gehört. Wer ist das? Kacke. Das lief ja richtig perfekt. Hammerhart, ey. Und denen haben auch gar nicht alle Schusswaffen. Ich muss leider sehr dosiert schießen. Am besten darf keine Kugel daneben gehen. Fallen die denn mal um? Stiege Heroes. Ich treffe die zwar, aber irgendwie. Ich weiß gerne mal, was die für eine Kampfausrüstung tragen. Adamantium-Rüstung oder was? Sag mal, wie viele Headshots muss ich denn noch verteilen? Top.
kommst du mir nicht davon. Hey. Ich hoffe, da sorgen jetzt mal ein paar Zombies für Verwirrung. Oh, echt jetzt? Gegen die Jungs hat man ja echt kaum eine Chance. Die sind ja sowas von stark. Jetzt habe ich meine komplette Munition in den Reihen gepustet. Hat nichts gebracht. Die halten halt, die 3-4 Headshots haben die eben ausgehalten. Das war halt schon lächerlich. Halt schon eine Nummer. So halten die dann so viel aus? Oh, ist hier noch ein Bullenwagen. Das ist eine richtige schlechte Axt. Normalerweise wäre er nach einem Schlag schon weg gewesen. Dass der überhaupt noch einen Kopf hat, ist ein Wunder. Ich hab's gewusst. Sie wird wieder da sein. Ja, die Axt, die macht aber Damage, ey. Die macht überzeugenden Schaden. Klasse. Das Auto kriege ich jetzt nicht auf. Ganz so viele. Die hier sind alle schon. Ne? Die ist auch noch nicht. Ach, dass der immer. Man muss einer von denen dabei sein. Oh shit. Ist da schon einer hochgeklettert, weil ich bin drüber gerutscht übers Auto. Und die Pfützen unter Strom setzen, ich glaube nicht. Na komm, kletter da hoch. Was ist hier noch für einer wieder? So, da war diesmal gleich Ende. Ach. Shit. Oh, meine Güte, sind die gerade wieder lästig. So unter dem Auto auch noch durch. Ich will doch nur das Ambulanzauto aufmachen. Die lassen mich überhaupt nicht gerade. Da oben ist ein Händler. Kumpel, hier drüben. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Ist auch was umsonst. Sehr geil.
nicht mit. Ja, diese Äxte, die sind richtig krass. Psst, Kumpel, hier drüben. Was hier noch drin? Bisschen Schnur. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Butter. Okay. Das war's. Sonst nichts. Diesmal haben sie mich in Ruhe gelassen. Sehr schön. Es wird langsam dunkel. Oh, okay. Und der Strom setzen. Wenn ich dafür mal eine akute Anwendung finde, dann mache ich das auch. Im Moment ist da eher nicht so viel Bedarf an elektrifizierten, waren das jetzt? Elektrifizierten Pfützen. Irgendwas zu finden? Nee. Ah doch, da ist eine Truhe. Kaffee. Noch mehr Kaffee. Kaffee für die Welt. Nur Kaffee. Nee, lass mich mal darüber. Ist saumäßig im Weg. Ja. Toll, jetzt kommt der Rest auch. Ja, nein. Oh. Weg, weg, weg. Ja, Mist. Lass los. Ding los. Man hat's jetzt zum Glück. Nervtöten da tut, ey. Oh,
das gibt's doch jetzt nicht. Manchmal sind die aber auch heftig. Ich will doch einfach nur dieses Auto öffnen. Sie da immer so ein Ding draus machen müssen. Nervtöter. Zwei von denen. Oh, ey, die brauchen so lange, um tot zu sein. Echt übel teilweise. Nee, da vorne waren die Krankenwagen nicht, die waren hier. Ey, das hatte ich doch geknackt, das Ding. Kacke. Mal mehr hier hin. Hier ist schön warm. Aber von der Tuss, der scheint so heftig gestunken zu haben, dass sogar der Zombie drauf kotzen musste. Ey. Man darf nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Da kommen sofort die Jungs. Und die sind ja echt übel. Sehr ein. Ich glaube, ich gehe gleich noch mal drauf. Boah, jetzt hat es der eine doch geschafft. Ach, er kann nicht treten, nachdem er zugeschlagen hat, hat er so mit der Waffe ziemlich lange, bis er wieder irgendwas machen kann. Halt eine zweihändige Waffe, aber wundert mich, dass er dabei trotzdem dann so auf einmal nicht mehr treten kann. Ja, doch den Auftrag probieren. Aber die Jungs, dass die immer gleich so hardcore bewaffnet sind und man selber hat absolut gar nichts. Ich bin im Umspannwerk. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Fertig. Gut. Jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk. Das ist auch eine von den Zeitquests. Okay.
ein Notfall! Nein! Dieses Messer ist echt schwach. Durchgeht. Oh, noch einer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das hört überhaupt nicht auf. Ja, das war. Wir werden heute auch nicht so lange machen. Also ich muss sagen, ich bin heute nicht ganz so hoch motiviert, Dying Light zu spielen, muss ich dazu sagen. Und ich bin auch ein bisschen platt. Ich habe heute schwer einkaufen müssen. Für mich ist es auf jeden Fall immer ein ganz schöner Weg, dann mit Getränken und allem bis hier bei mir zurückzulaufen. Also es ist schon ein knapper Kilometer, den ich da rennen muss. Und da würde ich heute dann nicht ganz so lange machen. Gar nicht so gut. Wenn du nicht auf mich schießen würdest, wäre mir das lieber. Ich weiß auch gar nicht, von wo der gerade schießt. Ja, ich nehme das Paket jetzt, dann hast du gelitten. Was ist denn der? Okay, irgendwo in der Richtung. Ach, das ist der da oben. Dem kann ich eh nichts. Den kann ich da nicht treffen. Das ist irgendwie voll bekloppt gemacht. Ich weiß auch nicht, warum der da oben sitzt und man den nicht treffen kann. Boah, mit den Wurfsternen, der wirft aber auch wie so ein kleines Mädchen, ey, Wahnsinn. So ein Shuriken, den kann man normalerweise richtig weit werfen und der macht da so ein, ach. Macht da so einen Kack draus. Dafür ist er besser im Balancieren und Klettern. Aber werfen kann der mal absolut gar nicht. Eigentlich total unverständlich, weil Kraft in den Armen muss er haben. Sonst könnte er diese ganze Rumkletterei gar nicht machen. Ah, shit. Ist mir echt noch... Au.
Geh mal weg, jetzt lass mich mal durch. Ist ja krass gerade, wie viele das sind. Wohl aber erwischt. Der überlebt das. Mit dir schon wieder. Noch so einer, ich glaub's nicht. Wie viele kommen denn da immer? Und noch einer, ey. Oh shit. Er sich wieder drüber gezogen. Passiert auch manchmal. Hey, komm, der ist doch jetzt tot. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich kann er sich da festhalten. Mach diesen Bastard fertig! Uff. Ja, ich habe auch was gehört. Oh! Man guckt sich gerade um, da ist schon der Nächste. Aber ich habe heute auch irgendwie nicht die Reaktion irgendwie für das Game. Jetzt hab ich habe zwar jetzt eine Schusswaffe auch gefunden, aber in der ist ja schon nichts mehr übrig. Ich meine, die Axt hier, die ist echt gut. Die zieht schon ordentlich durch. Die ist nur sehr, sehr langsam. Wo schlägt er denn hin? Habe ich mit der Maus gar nicht hingezielt. Ah, das war knapp. Alter, es werden ja immer mehr. Boah. Werden das denn noch immer mehr? Also irgendwann ist auch mal gut. Toll. Ich bin wieder alle angelockt. Roten Dächer da. Da wo die Einsatzwagen stehen, da stehen immer die meisten Zombies rum. Ist gemein. Seid doch mal woanders. Nee, ich brauche jetzt keinen Koloss-Zombie. Die gegenwärtige Situation reicht mir vollkommen aus. Ach, das war das.
jetzt rotzt er auf mich. Die ganze Zeit hat er es nett gemacht. Wollen die mir jetzt sagen, der hat mich eben in der Sekunde gesehen oder wie soll ich das? Okay. Das war wahrscheinlich so ein explodierender, ja. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, heute bin ich irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Deswegen machen wir auch nicht so lang heute. Tut mir zwar leid, aber ihr merkt auch, ich bin heute nicht so redebedürftig und so. Normalerweise ist das weniger ein Problem, aber ich weiß nicht, heute irgendwie bin schon den ganzen Tag recht matschig unterwegs und habe auch wenig Motivation, irgendwas zu machen. Oh, das gibt's doch nicht. Und da läuft's dann heute auch nicht so dolle. Ja, ich weiß, das kenne ich auch. Das ist bei Gothic auch so ein Ding. Bei Gothic sollte man auch so viel speichern, wie es nur geht. Ich habe bei mir auch Gothic 1 und 2 wieder zum Laufen gekriegt. Das wird es vielleicht in absehbarer Zeit dann auch mal geben. Die Spiele sind halt nur sehr lang, muss man sagen, von Gothic. Ja, das geht ja dann, da setzt man sich dann andermal wieder dran. Ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie... Meine Awareness ist auch nicht so richtig da. Also die Gegner können sich viel zu gut anschleichen. Normalerweise habe ich da... Passe ich da besser auf. Das war die Hacienda, bei der ich vorhin schon mal war. Ach, die respawnen die Kisten mit der Zeit oder was? Oder wenn man stirbt? Ja gut, wenn das mit den Krämpfen da auch nicht besser ist, macht das ja auch wenig Sinn. Vor allem umso körperlicher man arbeiten muss, umso mehr hindert einen das eigentlich auch. Hier treibt sich ein Kurier in den Ausmaß. Oh, kapiert. Ja, Boss. Hier ist Schnaps. Wenn einer von euch nach Hause stinkt, lauft ihr nach Hause. Boah, ich komme nicht an denen dran. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie an den ranzukommen oder an die anderen. Das ist so bitter. Ach. Und ich habe auch nichts, was ich im Moment herstellen könnte, was mir jetzt so groß aus der Patsche helfen würde. Zwingst eine gute Waffe noch craften. Und noch eine, das ist auch gut. Meine Preise sind mehr als fair.
Okay. Wo ist denn das? Entflammbare Flüssigkeit. Da. Ah, okay. Also ich suche die Baustelle, das sagst du so einfach. Wären da nicht so viele übertriebene Dudes bewaffnet bis an die Zähne, würde das ja auch gehen. Aber ich muss da reingehen und soll mich hier mit einer rostigen Axt und ein paar Kicks verteidigen, oder was? Oh, Scheiße! Oh, kacke, schon wieder die Jungs. Kacke, da wollte ich gar nicht hin. Jo, die werfen erstmal ihr Zeug nach mir. Die schießen immer noch auf mich. Ja genau, holt euch den Dude mal. Na, was hing da gerade fest? Ist einfach viel zu langsam beim Kämpfen. So Wahnsinn, wie lang der da braucht, um irgendwas zu machen. Also mit der Axt ist der so richtig langsam. Das kann man kaum beschreiben, wie langsam. Ja, es ist halt extrem. Ich kann halt kaum irgendwas machen. Ich kann dem zwar einen reinhauen, aber das bringt halt gar nichts. Die Waffe ist auch noch stark ohne Ende und trotzdem bringt die nichts. Ist schon heftig. Hey, du da! Hab ich dich! Da sind die schon wieder, ich kann aber nichts mehr. Okay. Ich kann halt gegen die Jungs nichts machen. Wenn die zusammenkommen, erst recht natürlich. Das haut den nicht mal um. Ich bin gerade mit meinem ganzen Gewicht gegen den gesprungen. Egal was das für eine Kraftpaket ist, das kann, das geht nicht. Ey, die Axt durchs Gesicht gezogen, ey. Ihn einfach nicht mit den Waffen. Ey, ich hab dem voll eingeschenkt und das hat dem trotzdem noch nicht gekillt, oder was? Der steht immer noch hammerhart. Komm, greif den an. Press ihn. Was? Die kann man nicht umrutschen? Okay. Super. Das jetzt auch schon mitkriegt. Yeah.
meistens nicht mal was Tolles, obwohl die so böse sind. Ich kann nicht mich bewegen, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe ja schon neue Waffen gecraftet und gekauft habe ich auch schon welche, aber die werden nicht besser. Das ist halt nun mal das Stärkste, was man kriegt. Und Schusswaffen kriegt man keine, das ist ja der Kack am Anfang. Es gibt nicht mal Munition oder so, gar nichts in der Richtung. Die haben einfach nichts Anständiges, das Beste, was er hat. Und das ist noch nicht mal der Hammer, das Ding. Auch wenn es ein Hammer ist, aber der Hammer ist es nicht. Hey, was suchst du denn da? Direkt entgegengekommen hier. Manchmal schon schockierend, wenn man sich irgendwo hochzieht und das erste, was man sieht, ist nur ein Zombie ins Gesicht. Geht eh nicht auf. Hat mich jetzt auch gewundert. Hier irgendwas Sinnvolles. Okay. Stromverschwendung. Was haben wir hier drin? Stromkabel und eine Klinge. Machen wir mal die Tür auf. Da kann man nochmal Böller draus bauen. Okay, so.
sonst ist hier nichts mehr. Das reicht gar nicht, um den Stau festzuhalten. Der ist sauer, weil ich ihn gerade betreten habe. Hm, da hinten ist noch ein GRE-Paket. Mal sehen, ob ich es schnell genug krieg. Ich gehe mal nicht von aus, aber mal gucken. Überhaupt? Wahrscheinlich. Du meinst die Waffe, die ich gerade in der Hand habe, oder was meinst du, Shadow? Oder meinst du das Paket? Das Paket ist nicht für Waffen. Hi, Golgi. Ich glaube, wenn du die Enchanted Edition, da müsste normalerweise dabei stehen, ob das Hauptspiel mit drin ist, weil das muss natürlich auch dabei sein. Boah, ey, wie gut weichen die denn aus? Ich weiß gar nicht, ob ich mit denen kämpfen will. Was, du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? Boah, sind die stark, die Jungs. Ja, aber die ist gar nicht so stark, leider. Die ist so mäßig stark, geht so. Na gut, die Kiste haben wir nicht gekriegt. Nur ein paar aufs Maul, leider. Ich dachte eben schon fast, ich müsste in den Container springen, aber da sind ja Müllsäcke neben dran. Ja, ich weiß, die Waffe, die hier, die sieht echt krass aus, aber die ist gar nicht so dolle. Ist tatsächlich weniger stark, als man denken mag. Anlage. Okay, interessant, das ist ein Dicker da unten. Da ist auch noch eine Kiste. So eine orange, ne? Aber die Jungs, die sind so hart. Vielleicht krieg ich ihn weggelockt. Oh. Stärkste Waffe, die ich habe. Das Messer. Die haben mich fast gekillt, super. Okay, der lässt sich nicht ablenken. Nice. Hey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Was war das denn jetzt? Ich hab den jetzt einfach ab und hau hier ab.
viel zu gefährlich gegen den. Das mache ich gerade nur, um volles Life wieder zu bekommen. Aber ich gucke auch mal, wen wir raiden. Ich bin irgendwie heute nicht so richtig auf der Höhe. Ich denke, das merkt ihr auch. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Morgen gucken wir mal. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen Retro reinhauen und dann später gibt es Dying Light. Und ja, ich lasse entschuldigen, dass ich heute nicht so lange mache. Schicke ich ihn euch hin. Ich schicke euch zum guten Teefisch. Der spielt Kirby Forgotten Lands. Das ist ja was. Und dann sagt doch mal nett bei ihm drüben Hallo. Wir sehen uns dann morgen wieder gegen 7 Uhr. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen fitter bin als heute. Lasst das entschuldigen, dass ich heute ein bisschen nicht so auf der Höhe bin. Leute, ich wünsche euch was und danke euch trotzdem fürs Reinschauen. Bye, bye.